Okay, und hep. Komme ich da hoch? Da komme ich bestimmt hoch. Muss ich da hoch? Ja, da muss ich hoch. Ah ne, ich wollte unten die Karte noch erkunden. Da war ja auch noch was. Da ist bestimmt auch noch. Oh, du! Du einfacher Boss! Aua! Na, du bist ja nicht mal ein Boss, du bist ein Erzdämon, der nach zwei Schlägen stirbt. Oh, du bist so einfach. Hm, na, ich geh runter. Da. Zack, zack. Aua! Aber du stirbst erst nach drei, das mag ich nicht. Und du stirbst. Na, erst nach vier. Eins, zwei und drei. Dann machen wir es so. Und tot. Es zieht ein bisschen von dem der Magie viel ab, aber... Hallo? Ich habe hier so ein leuchtendes Megaschwert. Was will man mehr? Und du bist tot. Runter. Nur noch tiefer und... Wir gehen tiefer und wir gehen noch tiefer und wir sind da. Unterirdischer Friedhof, hier sind wir vorhin verreckt. Und diesmal, wie viele Tränke haben wir noch? Wir haben drei Stück und den Megatrank. Dich habe ich vergessen. Schlag, Schlag. Ah, du bist immer noch nicht tot. Ah, jetzt. Gut, oh, was hier? Oh, da ist der Flammendämon. Und du bist tot. Aber hier ist so ein bisschen mysterious. Ich habe Angst. Wow. Tut's mir weh? Nein. Hä? Ich habe Angst. 50. Ich habe ja gespeichert. So. Gut. Okay, nach drei Schlägen bist du auch tot. Warum geht sie da alle hin? Was ist dort? Oh, da ist ein Boss. Jetzt weiß ich's. Ich weiß nicht, ob der Boss eigentlich schon vorgesehen war, da ich ja ziemlich dahin gelaufen bin, wo man nicht unbedingt hinlaufen musste. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Ja. Und da die Gegner eigentlich nicht so einfach sind, schon die normalen. Ich meine nur hier diesen Wehrjaguar, der sich mehr wie ein Kämpfer benimmt als irgendein normaler Gegner. Oh, ich bekomme auch Sinn. Hat einen gewaltigen, geraden Schlag. Das will ich beim nächsten Mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht so gut wie der der Flammendämon. Hep. Kaputt, hep. Und... Nein. Flammendämon auf jeden Fall besser. Einfach mal... Da-da-da. Besonders, weil es auch mehrere Flammen sind. Zack. Oh! 2000. Ja, die speichern wir gleich mal ab. Ja, wir haben knapp 80% der Karte. Und wir haben uns vom Storyverlauf sehr weit entfernt. Ja, die Boss-Tür geht sogar auf. Okay. Diesen Boss mache ich nicht. Begründen muss ich das, glaube ich, nicht nach meiner bisherigen Erfahrung mit anderen Bossen. Ja, und deshalb gehe ich wieder zurück zum Teleporter. Ich meine auch, es findet sich hier nichts auf dem Weg, was mich umbringen müsste, würde. Ja, doch, hier vielleicht ein bisschen was. Deshalb speede ich mich zurück. Stirb, stirb. Und gehe den normalen Weg. Ich meine... Ich habe ihn im Hinterkopf und ich werde ihn noch machen. Also, das wird hier wahrscheinlich mindestens ein 100% Run, wo die Karte mindestens 100%ig ist. Ich meine, wir haben ja schon mittlerweile knapp 80%. Also wird es wohl keine große Kunst sein, den Rest, die restlichen momentan noch 22,2% zu holen. Und ich meine, jetzt sind die Gegner hier auch um einiges einfacher. Ihr stirbt so schnell. Nach zwei Schlägen bist du schon tot. Ja, boah, ich habe nur noch 900 bis zum nächsten Level ab. Und einen Moment kurz. Unterbrechung zu Ende. Ja.
War ja sowieso nur ein Bruchteil einer Sekunde vor, also aber wen juckt's? Und ich muss kurz. Ich muss in meiner Zockerposition mich einrichten. Fällt mir gerade auf. Ja, ich habe eine Zockerposition. Und. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was bringt diese Zockerposition, wenn ich bei sämtlichen Bossen sterbe? Oh, Level Up. Ich müsste. Boah, du parierst. Ich kenne dich noch. Aber ich. Ja, ich könnte es den ganzen Tag machen. Warte, das bringt gar nicht. Ja. Jetzt. Tot. Diese ewig große Axt macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ganz ehrlich. Killerumhang tot, Gargoyle tot. Du bist auch tot. Hep. Zack, zack. Auch tot. Speichern. Nein, Warper war das, verdammt. Zack, zack. Beide tot. Gut, wenn das eben nur ein Warper war. Also ein. Ihr wisst, was ich meine. Mit Warper meine ich jetzt nicht Burger King, aber. Aua! Warum hast du keinen Stab? Einen kurzen Moment, wieder kurz. So, wieder da. Hier musste ich kurz niesen. Es macht sich nicht gut, wenn hier wir. Stirb! Wenn es hier mit Genieße anfängt während dem Spiel. So, auch tot. Höher. Wir wollen hier hoch, um zu gucken, was dort ist. Ja, da ist nur noch mal so ein Viech. So ein Kreuzritter. Der lässt mich. Jetzt. Aua! Warum kann alles durch eine Wand gehen und ich nicht? Und. Hep, und wir fliegen ganz runter. Und. Oh, da können wir stehen. Ne, da ist kein Secret. Aber was ist hier? Ein Speicherpunkt, oder? Nein, schade. Irgendwie Gefängnis. Oh, so ein Rot-Minotaurus. Das ist mal ein logischer Name. Nicht so wie der böse Metzger, der lila war. Ja, okay, es gab aber auch schon blaue Krähe, rote Krähe. Blaue Krähe, die blau war. Rote Krähe, die rot war. So viele logische Namen. Da ist ja dieser noch ganz okay. So. Und jetzt bist du auch tot. Ja. Gut, du bist einer der Gegner, die ein bisschen länger brauchen, bis sie sterben. Wie hieß es? Laivatain. Oder so. Ich rüste es kurz auf, nur um zu zeigen. Ja, wie erwartet, wir machen Feuer. Sieht auch richtig geil aus. Wäre da nicht ein Schwert, das sich Claim Solace nennt und so etwas macht? Zack. Und da ist. Achso, das ist die Wand. Ja. Hep, hep, hep. Ausweichen. Hep, hep. Ausweichen. Hep, hep. Tot. Hier kaputt machen. Hier kaputt machen. Aua. Kaputt. Kaputt. Danke. Kaputt machen. Kaputt machen. Noch ein Schlag. Noch ein Schlag. Danke. Kaputt. Eins, zwei, drei. Aua, das hat nicht gereicht. Schlag. Und jetzt. Eins. War. Wow, das war knapp. Und wir sind schon wieder Level Up. Das geht gerade irgendwie richtig fix. Wir sind mittlerweile Level 33. Gut. Da haben wir noch einiges vor bis Level 100, aber. Egal. Höher komme ich nicht mehr, also denke ich mal, ich muss zur Seite. Oh, du bist ein Gegner. Das war. Oder du warst kein Gegner, aber egal, du bist weg. Starker Trank. Ja, der kann uns von Nützen sein. Stirb. Also hier oben war nichts. Wie ich das sehe. Gut. Dann müssen wir doch ganz runter. Und. Komm, 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 Schlag. Jetzt bist du tot. Runter. Noch runter. Wie weit. Kurz wieder zurückwarpen. Weil. Irgendwo, wo ist der am nächsten ein Speicherpunkt? Da. Ich
meine, irgendeine neue Fähigkeit habe ich ja jetzt auch nicht mehr erlangt, aber... Wobei, mir fällt gerade ein, ich habe doch... Ne, ich habe eigentlich keine neue Fähigkeit erlangt. Ja... Du bist am angenehmsten zu einem Save Point direkt hinzugehen. Gut, na... Runter! Lauf! Ah, wir sind da. Speichern und zurück. Hoch, weiter. Aua! Kaputt. Wir haben schon über 700 TP insgesamt. Ah, auch tot. Und wir machen es so, weil wir nicht unbedingt das Leben verlieren wollen. Magie lädt sich auf. Hoch und weiter. Ups. So. Ja. Karte. Und wir gehen weiter. Ich will nicht runter, ich will. Da lang. Stirb. Ah, du stirbst. Du auch. Stirb. Danke. Gift. Verheile. Dankeschön. Oh, komm. Danke, du bist tot. Du. Oh, ich heiz noch genau rein. Oh, mit zwei Schlägen diesmal. Boah. Aua. Stirb. Du bist schlecht. Aua, und ich gehe genau in den Fall. Gladiator. Wie kann man sich Gladiator nennen? Aua. Haben wir fast wieder 100 abgezogen. Gut, da ist nichts. Aua. So, da sich manche Meldungen des PCs sich denken, sie können einfach mal so erscheinen, musste ich das Spiel kurz unterbrechen. Deshalb, was heißt, kurz hier einen Schnitt machen, der ein bisschen deutlicher zu sehen war. Es ist nichts passiert, wir haben nur den Werwolf besiegt und ja, gehen jetzt weiter und finden einen Speicherpunkt. Wie sympathisch finde ich das? Oh, sehr sympathisch. Wie viel Zeit haben wir denn schon verstrichen? Ich will noch kurz da was erkunden, weil ich habe gerade auf der Karte gesehen, wir können da doch irgendwie hoch. Aber irgendwie im Moment gerade nicht. Müssen wir irgendwie fliegen können. Ja. Ich werde gucken, was im nächsten Raum ist. Damit. Okay. Ich würde sagen. Oh, wir können runter, verdammt. Okay, ihr habt gesehen, ein Aufzug ist vorhanden. Jedoch werde ich es für das erste jetzt lassen. Speichern kurz. Und was haben wir heute geleistet? Was haben wir? Kurz Review der jüngsten Ereignisse. Wir haben die Karte auf 82,3% vervollständigt. Gut gemacht, Tags. Wir haben, na nicht die Karte, wir haben Claim Solaris erhalten, was jetzt für lange Zeit wahrscheinlich unsere Stammwaffe bleiben wird. Genauso wie Erising. Unsere erlesene Rüstung, die garantiert ewig hält. Und wir haben halt noch den Runenring. Ja, und Seelen haben wir auch den Flammendämon erhalten. Wir haben zwar auch den Werjaguar, aber der Flammendämon ist einfach viel besser. Und warum betone ich Dämon so sehr? Ah, das können wir auch noch kurz ändern, dann sind wir nochmal stärker. Gut. Ja, Gegner können wir uns auch noch kurz anschauen. Habe ich. Irgendwie fehlen mir ein paar Seelen. Aber. Tod. Tod war echt der letzte Boss. Gut, den einen habe ich gekonnt umgangen. Fürs erste. Den verspreche ich euch noch. Den seht ihr. Den bekommt ihr zu Gesicht. Gespeichert haben wir auch. Damit wäre jetzt alles gesagt. Gut. Dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bitte kommentiert, abonniert, bewertet, schaut weiter in meine Videos an. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mein Name ist TheMonsterTags.
aka Tex. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt irgendwie als. Bis zum nächsten Mal.